Ein reiches Hallo hier zurück in Cantobite auf Cantonica, hier in Lego Star Wars, die Skywalker Saga, wo wir hier nur die Reichsten der Reichen der Galaxis treffen und dabei denen aber auch unsere Steine holen müssen. Und da kommt jetzt hier in dieser Folge gleich noch ein ziemlich interessantes Rätsel dazu, beziehungsweise ein Spielchen, wo ich auch ein bisschen dran verzweifeln werde, aber seht selbst. Kann ich sagen, dass sie hier ein Obergeschoss haben? Nö. Aber ein Stein, dann hole ich mir erstmal den Stein hier. Okay, müssen natürlich was dafür machen. Ich seh's nicht. Okay, jetzt kommt bestimmt Knöpfe, die ich mit irgendetwas drücken muss. Okay, so auf jeden Fall schon mal nicht. So auch nicht. Ah. Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Oh, der ist am schwersten hier. Komm her, Gonki. Da möchte ich leider nicht raufspringen, das ist ein bisschen doof. Warte mal, gib mal kurz an deinen Tisch her. Kommen. Wirklich? Wäre echt zu blöd, da ranzuspringen. Okay, jetzt haben wir die Zeit. Ich habe mich gerade schon so blöd wieder angestellt. Ah, ich bin so blöd dazu. Meine Güte, ey. Nein, scheiße. Ach Mann, komm. Ich mach zuerst die hier, weil das glaube ich die schwierigsten. Warte mal, ich kann von hier aus springen. Oh, darfst du auch echt keinen Fehler machen. Oh, das ist so verdammt schwierig. Hier ist das Zeitlimit wirklich sehr, sehr knapp. Spring daneben! Ja! Wow. Ja gut, vielleicht sollte man sich den Tisch vielleicht auch ein bisschen besser hinstellen, dann hätte man es auch hinkriegen können. Cantus feinster Kaiber. Naja, Hauptsache wir haben es irgendwie hinkriegt. Also hochkommen wir mit auf jeden Fall nicht. Ja, warte mal. Können wir über die Brücken versuchen hochzukommen? Geht's doch bestimmt irgendwo. Ah, natürlich geht's da hoch. Natürlich geht's da hoch. Oh Gott, schon wieder so ein Zeiträtsel. Nein. Können hier über die Dächer springen. Okay, das war jetzt ein bisschen einfacher hier. Aber perfekt, das ist sogar direkt das, was wir machen wollten. Zu den Brücken hüpfen. Aha, ja. Aber hier kommt tatsächlich hier doch keinen Willkommenstein. Oder habe ich den vielleicht sogar schon? Das kann natürlich sein, dass ich den schon habe. Würde auch Sinn machen. Oh, hier darf ich gar nicht rauf. Scheiße. Warte mal, das kriegen wir aber besser hin. Hier kann ich auch gar nicht rauf. Oh, Leute. Schon wieder so eine unsichtbare Wand, die einfach unnötig ist. Warum? Ich meine, es bringt nichts. Warum muss da jetzt eine Wand sein? Hier oben drauf muss irgendwo einer sein. Ja, okay. Ich sehe es schon. Wir brauchen Ahsoka dafür. Nur kreativ hingekriegt. Nachtziegel. Ja. Kommst du es voran, aber in der Session schaffen wir das auf gar keinen Fall. Ich habe noch zwar noch knapp 20 Minuten Zeit, aber. Warum wie gesagt, schaffen wir nicht. Hilft einem keiner mehr beim Schatztruhen stehlen? So wie früher. Ja, warum soll das doch jemand machen? Das ist eine gute Frage. So, gehen wir hier rein. Oh, Kristalle gibt's hier. Geht da sich auf jeden Fall ein. Stein, gucken wir uns mal. Ich habe gerade diesen letzten Stein auf dem Bo. Ich meine, na, wollte ich vielleicht ein fast unbezahlbares Familien-App-Stück kaufen? Es ist nicht billig, aber ich würde mich davon trennen, wenn ihr es unbedingt wollt. Was, wenn ich Nein sage?
Ich gehe nicht im Preis runter. Wie sollen denn Druiden hier sonst ein paar Kredits verdienen, hm? Wollt ihr, dass ich meine eigenen Teile verkaufe? Ich bin dann hier, wenn ihr euch besinnt. Okay, wir müssen uns den Stein zwingend kaufen. Hier dürfen wir nicht handeln. Wir müssen die 300.000 ausgeben. Danke, ich bin als Verkäufer gar nicht mal schlecht, oder? Ihr dürft mich nun den Cash-Trommech nennen. Okay. Kanto-Beitrag. Das ist ja so ein Stein, wo sich die Entwickler wahrscheinlich gedacht haben, hier haben wir keine bessere Idee. Also, lass den Spieler einfach mal den Stein kaufen. Warte mal, hier gehe ich am besten erst auf den Gongdruin runter. Jetzt habe ich hier so einen komischen Bug hier. Dass ich da reinrenne wieder. So, zack. Da oben ist auch noch einer. Ja, das klappt natürlich nicht. Ah, bist du denn? Hier willst du nicht essen, glaub mir. Geh lieber zu Kento Bites. Das Essen ist fantastisch, aber mieser Service. Echt mieser Service. Wenn du einen Job suchst, kannst du dich ja dort bewerben. Die bräuchten dringend Kellner. Nee, danke. Ich gehe erstmal hier rein, nicht in den Tisch. Was stand da gerade? Nicht in den Tisch? Nicht in den Tischkanto beißen. Ach, in die Tischkanto. Tischkante, ja klar. Oh, das sieht aber sehr interessant aus hier mit den C3POs. Ich sehe schon, worauf die hinaus wollen. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich habe schon vor längerer Zeit ein Kanto Club Sandwich bestellt, aber es kommt einfach nicht. Also wahrscheinlich wieder servieren. Wenn ich nicht bald Süßes bekomme, drehe ich noch durch. Ihr seht kompetent aus. Bitte bringt mir meinen Kuchen. Okay, du willst einen Kuchen? Du willst ein Sandwich? Und was willst du? Hier drin ist es heißer als auf einem Mustafa-Grill. Wo bleibt mein kalter Hot-Eistee? Seid so nett und holt ihn mir, ja? Ich bin hier kein Angestellter, ne? Okay, hier haben wir alle Tipps. Ja, ich sehe schon, wir sind mit C3PO hier ran. Das ist nämlich gerade eine Sache. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich denke, das ist ein Fall für mich. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Ah, ihr müsst die Köche hier steuern. Genau, den einen Koch, der hier rumsteht. Na, dann können wir jetzt das hier raufstellen auf die... auf das Förderband hier. Okay, jetzt geht es wahrscheinlich erst, wenn das andere drunter ist. Wirklich? Dann halt nicht. Stelle ich das erstmal auf den Boden, ist nicht unbedingt hygienisch, aber auch egal. So, der Eistee sollte zu dem Typen hier. Hier drin ist es heißer als auf einem... Ja, das weiß ich auch. Leck. Hurra! Das ist genau das Richtige. Hab Dank, mein Retter in größter Not. Dann trinkt das jetzt aber zumindest auch und steh nicht nur daneben, ne? Ich weiß nicht, ob das kalt ist. Sieht eher aus, als ob das fast heiß ist wie Sau. So, gehen wir jetzt erstmal in den Druiden rein. Okay, das Sandwich hat sich wieder auf den Tisch manövriert. Zack. Geht jetzt. Die Suppe wäre anscheinend gar keine. So, Sandwich. Das bekommt die Mitte. Mein Kanto Club Sandwich. Ich werde es mir auf der Zunge zergehen lassen. Danke. Ja, das sehe ich anders. So. Das letzte war der Kuchen, das weiß ich noch. Also das andere scheint wohl nur so ein Ausweich-Item zu sein. Also einfach nur dafür da, dass du jetzt hier nicht einfach rumprobierst. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Kuchen. Zack. Da ist dein Kuchen. Und ich bin jetzt so glücklich, dass da direkt noch ein Stein rauskommt. Oh, Kuchen! Bei Felucia! Endlich! Endlich Futter für mein Süßmäulchen! Habt vielen Dank! Nicht in die Tischkanto weisen. Genau, das war die Quest, die wir gerade eben noch hatten. Okay, das andere ist wahrscheinlich wirklich nur so ein Ablenk-Item. Ah, du hast immer noch nicht angefangen zu trinken und du hast noch nicht angefangen zu essen. Du stehst nur doof da mit deinem, was weiß ich, was das sein soll, Besteck. Und du, ja okay, du isst zumindest. Auch wenn von dem Kuchen nichts weggeht. Vielleicht soll das aber auch Essen darstellen, wer weiß. Ich weiß, ihr wisst's, aber naja. Kanto Bite ist für mich ein Ort der Entspannung.
Hier kann ich eine ganz normale Superreiche sein. Umgeben von anderen ganz normalen Superreichen. Endlich mal dem Alltag entkommen. Problem ist, wenn alle superreich sind, dann hat am Ende gar keiner mehr Geld. Ja, wenn man viel Geld hat, so lange nicht, dass man sich dadurch auch viel holen kann. Wenn alle superreich sind und Geld überhaupt nichts mehr wert ist irgendwann, dann bringt superreich sein auch nichts mehr. So, hier müssen wir wieder einen Kistenstapel bauen. Das ist das größte Problem, die Kisten zu finden. Da können wir wieder einen einfachen Trick anwenden. Okay, hinter mir irgendwo. Hä? Ach, da ist eine Leiter. Ach so. Da oben drauf sind die Kisten nämlich versteckt. Nein, ich will jetzt die Kiste nehmen. Hoch, runter. Lass ich erstmal da stehen. Schmeiß die erstmal hier runter, die Kiste. Ja, komm da aus dem Türrahmen mal raus. Und das ausreicht von der Höhe? Ja, das reicht locker aus. Unter Brücken bauen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir denn den Stein mal rankommen. Ah, das ist noch eine Leiter. Na, okay, das war ein bisschen zu einfach schon fast. Ja. Belohnung über den Bogen. Die anderen jubeln gleich auch mit. So, okay, das ist auch easy going. So. Ich würde den Weg besser erkennen, wenn die Anleitung da nicht im Weg wäre. Okay, jetzt. Kannst du da klettern? Ja, kannst du da klettern. Den Witz habe ich verstanden. So, waren wir hier schon drin? Ja, hier waren die Törtchen. Da haben wir was mit der Macht. Hier oben drüber ist es. Ah, nee, auf der Brücke ist es. Ach so, das hatten wir schon. Hier sind auch noch ein paar Quests da hinten. Ach, wieder so ein Gong-Druiden-Quest hier. Die machen wir auch nachher noch. Hier ist noch ein Schlüssel. Über sein Schloss. Ob wir noch weitere Schlüssel kriegen, weiß ich gar nicht. Gehen wir erstmal mal hier rein. Den müsst ihr bestimmt wahrscheinlich schon haben. Ah, wir müssen hier 3 Punkte machen. Das Klavier? Bum, bum. Ups, Entschuldigung. Ich dachte, man kann es vielleicht auch bedienen. Ich hätte vielleicht mal die richtige Taste drücken müssen. Das, warte, wir müssen die Kabel mal verfolgen. Das Kabel geht dorthin. Ja, ich sehe es schon. Wir müssen da wieder was draufstellen. Ja, nicht den. Der läuft nämlich wieder weg. Ja. Kann ich doch einen Kaffeebecher draufstellen? Ja, wenn er liegen bleiben würde schon. Achso, ich habe den ja sogar noch. Ja, so geht's auch. Ach komm, wirklich? Geh mal weg da, Depp. Oh, klappt irgendwie. Gehen wir hinter dem Kabel hier. Das Kabel geht dorthin, dort lang. Klavier hat leider nicht vom Gewicht gereicht. Da muss natürlich noch ein Tisch drauf. Dann ist auf jeden Fall genug Gewicht drauf. So, jetzt brauchen wir noch einen. Das Kabel geht hier hin. In der Sitzecke hier. Oh, wirklich? Ist jetzt einfach wieder runtergerutscht. Bleib doch einfach darauf stehen, du Scheißteil. So, jetzt. Genau, dann genau dazwischen. Jetzt haben wir es. Ach nee, warte mal.
Jetzt sehe ich das ja gerade erst. Das ist, glaube ich, das gleiche wie damals auf Coruscant. Da habe ich genau den gleichen Fehler gemacht wie damals. Wir müssen das nicht dauerhaft aktivieren. Das sehe ich nämlich gerade. Wir müssen das in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren. Nämlich in der Reihenfolge, wie es da steht. Das heißt, zuerst das hier. Nee, das ist das Falsche. Fuck. Zuerst das hier. Genau. Dann das da. Und dann das. So geht das. Okay, jetzt hätte ich auch vorher wieder wissen können. Das war jetzt ein bisschen dumm. Auf Draht. So, haben wir ja auch 100% die blaue Wand. Das ist das gleiche wie damals auf Coruscant. Das habe ich auch schon falsch gemacht. So. Jetzt brauche ich mal ganz mal hier den Schlüssel. Du bist spät dran. Mein Kontakt im Crate Außenposten hat versichert, dass du pünktlich bist. Hast du das Passwort? Ich hab Safe irgendwo dabei. Höchstes Gebot. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Sicherheitstüren muss Esper. Haus vor der Tür, ist was anderes. Minenanlage. Feed. Versteck. Tour 0. Nee. Geheim versteckte Rebellen vielleicht? Nee. Das ist was falsch. Jetzt geht's nämlich wieder los, jetzt muss ich das richtige Ding finden. Sicherheitstür Westflügel? Auch nicht, ne? Lagerwiderstandsbasis? Ne, das hatten wir schon. Das Esper-Tresor, Hausfördertür hatten wir auch schon mal gehabt, das weiß ich. Feed, Geheimversteck, Tour 0, hä? Haben wir das tatsächlich noch nicht? Haus vor der Tür. Nee, das haben wir auch noch nicht. Das wird jetzt schwierig. Schrank dürfte es nicht sein. Das macht keinen Sinn. Nee. Haben wir das Passwort tatsächlich noch nicht? Minenanlage ist es nicht. Feed ist es auch nicht. Geheimversteck ist es nicht. Tor 0 auch nicht. Nee, dann haben wir das Passwort doch gar nicht. Das ist ja interessant. Okay, laut dem Typen haben wir das in Crate. Ach, Crate! Da waren wir tatsächlich noch. Ja, gut, ich hätte vielleicht mal lesen sollen. In Crate kriegen wir das Passwort erst, okay. Das können wir noch gar nicht machen, die Quest. Da müssen wir nachher mal schauen. Hier ist wieder so eine Waffenkiste. Tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Droide, den ihr sucht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Achso. Jetzt soll ich mal lesen. Ich habe nämlich dazu erst Dakar gelesen. Keine Ahnung warum. Hab mich gewundert, warum. Denn. Da waren wir ja definitiv schon. Nee, Crate waren wir natürlich noch nicht. Das ist. Da kommen wir hier nach hin. Ich will gerne mit dir reden. Reden! Die Fahrtierrennen sind so gefährlich! Aber auch echt aufregend! Ich kann nicht hinsehen, aber auch nicht wegsehen! Von diesem Dilemma kriege ich Magenkrämpfe! Oh. So, und ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Bild beenden wir jetzt erstmal diese Aufnahmesession. Wie gesagt, nicht so viel Zeit gehabt. Nächste Folge geht es dann ganz normal weiter. Erstmal weiter auf Kanto bald, dann gehen wir nachher noch Crate in der Session danach und dann holen wir uns auch das Passwort, dass wir das hier auch aufkriegen. Von daher, danke fürs Zuschauen, euch hat eure Zeit und möge die Macht weiter mit euch sein. Ciao! Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiterhin mit dir sein. Ciao.